Als Vater des Krippenbaus in und um Gebolskirchen gilt der aus Ebensee stammende Krippenbaumeister Josef A. Hammer. Im Jahr 1999 hielt er den ersten Krippenbaukurs in Gebolskirchen ab. Die Leute sind mehr geworden, dann hat man eine Arbeitsgemeinschaft gemacht und danach war dann 2005 die Vergabe für eine Krippenbauschule in Oberösterreich. Den Zuschlag haben die Krippenfreunde Haus und Gebolskirchen gekriegt, die was dort noch gar nicht gegeben hat als Verein. Man hat dann einen Verein gegründet und hat eben die Möglichkeit gehabt, in der Volksschule den zweiten Stock auszubauen und die Oberösterreichische Krippenbauschule zu bauen. Jeder kann hier seine Vorstellungen umsetzen. Erfahrene Krippenbaumeister mit ihren Helfern stehen dabei mit Rat und Tat zur Seite. Jeder, der was eine Krippen bauen will, kann sich bei uns melden. Wir bauen dann Krippen, je nach Größe wie Wunsch. Und jeder, der was von uns heimgibt und hat eine Krippen baut, soll auch Freude haben mit seiner Krippen, dass es daheim gern herzeigt und aufsteht. Und die Nachfrage an Kursen ist ungebrochen. Die Nachfrage ist das, dass ja alle Krippen gebaut worden ist jetzt in Gebolskirchen und sehr viele von Ortsgemeinden, von Randgemeinden dazugekommen sind, die haben Krippen gebaut, so was möchten die auch haben. Und dann hat sich halt das alle wieder verbreitet und das geht alle weiter raus. Ich bin sehr, sehr stolz auf meinen Krippenbauverein, habe auch relativ bald schon, bevor es den offiziellen Verein gegeben hat, und danach haben wir selbst schon mehr Krippen gebaut. Und das ist halt ganz was Spezielles für mich. Mit dem Bau von Krippen verbindet man ein besonderes Erlebnis und das nicht nur vom handwerklich-künstlerischen hingeht zum spirituellen und zum religiösen. Anreize holen kann man sich im sogenannten Öhlerhaus in Gebolskirchen. Dieses wurde 2009 von der Gemeinde gekauft und von den Krippenfreunden Haus Ruck Gebolskirchen zu einem Museum für Krippen umgebaut. Besonders ist auch, dass wir eine Krippe vom Josef Ahammer haben. Wir haben orientalische Krippen, heimatliche Krippen, dann haben wir Passionskrippen, also Osterkrippen da. Wir schauen auch, dass wir Krippenbauer oder ein bisschen Künstler, die was von der Umgebung sind, Schnitzer, die es unterbringen. 25 Jahre Krippenbau in Gebolskirchen. Mit dem Krippenfreunden Haus Ruck Gebolskirchen bleibt dieses Handwerk auch für die nächste Generation erhalten.